Viertel nach vier schlafen gegangen. Jetzt haben wir schon wieder 5.30 Uhr. Ich will nicht aufstehen. So, Leute. Wenn ihr mitbekommen hättet, was gestern noch passiert ist. So, ich habe mich jetzt schon ein bisschen fertig gemacht, wenigstens. Es ist viel zu früh für mich. Naja, auf jeden Fall, was gestern auf dem Rückweg noch passiert ist. Ich war unterwegs seit ungefähr 10 Minuten. Landstraße, mitten in der Nacht. Halt alles ruhig. Irgendwann taucht ein Auto hinter mir auf. Kommt immer näher, immer näher, immer näher. Blinkt plötzlich kurz auf und überholt mich. Und ich so, okay. Hat er sich irgendwie kurz vertan, ist irgendwie ein Lichthebel gekommen oder was weiß ich, ne? Wieder 10 Minuten später, ich fahre auf die Autobahn. Blinkt mich hinten wieder einer an. Überholt mich. Ich so, okay. Das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Guck durch den Rückspiegel. Alles ruhig, alles dunkel, alles gut. Dachte ich. Guck durch die Seitenspiegel. Alles gut, alles ruhig, alles dunkel. Dunkel. Und dann dachte ich mir, oh Mann. Es ist dunkel. Ich sehe kein einziges rotes Rücklicht bei mir. Kommt noch ein Auto von hinten. Blinkt mich wieder an, überholt mich, fährt was langsamer vor mir, schaltet plötzlich alle seine Lichter aus. Wieder an, wieder komplett aus. Und dann habe ich es halt auch wirklich gecheckt. Meine Rücklichter funktionieren nicht. Beide nicht. Komplett, also von hinten, mein Auto ist auch noch schwarz, ja. Auf der Autobahn sieht man einfach nichts. Eigentlich darf das Auto so gar nicht fahren. Das Ding ist nur, ich wusste es nicht. Und das war das erste Mal, dass ich jetzt nachts damit gefahren bin. Ich werde auch am Montag mal zu meinem Autoverkäufer gehen und mit dem darüber sprechen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die ganze Zeit meine rechte Hand am Warnblinker gehabt. Und jedes Mal, wenn sich von hinten auch nur ein Auto genähert hat, habe ich dieses Warnblinklicht eingeschaltet. Damit auch wirklich jeder merkt, dass ich da auf der Straße bin und da nichts ist. Dazu kommt auch noch, dass meine vorderen Scheinwerfer falsch eingestellt waren und ich so ungefähr so 2 Meter weit gucken konnte. Und dann war auch schon wieder Ende. Also Gott, das war die Hölle. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit dem Auto nachts fahren, bis das geregelt wurde. So, wir haben jetzt kurz vor 6:30. Ich werde da mal ganz schnell meine Sachen packen und dann losfahren. Ich habe wieder 2 Mitfahrer. Mal schauen, vielleicht sind die ja auch kurz zu sehen. So, guten Morgen. Ich bin dann auch mal so halbwegs wach. Übrigens, ich habe ans Essen gedacht. Ich esse nur leider unterwegs. Dann mal go nach Frankfurt. Übrigens, ich bin Langschläfer eigentlich. Ich wusste nicht mehr, dass es diese Uhrzeit gibt. Wenn, dann bin ich dann noch wach. Und nicht schon wach. Was machen normale Leute an einem Samstag? Schlafen schön aus, genießen ihr Leben. Was mache ich? Ich stehe um 5.30 Uhr auf und schlafe nur eine Stunde, etwas über eine Stunde. Morgen. Morgen. So, die beiden Mitfahrer, die sind jetzt weg. Die wollten nicht gefilmt werden. Also ich meine, das ist ja auch gar kein Problem. Aber ich muss sagen, es war sehr angenehm. Also beide sehr, sehr freundlich. Wir haben 3 Stunden lang durchgeredet. Ja, es ist immer wieder schön, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, das Navi zu haben, denn es ist so ein Durcheinander, also so kreuz und quer, dass man hier fahren muss. Jetzt rechts, jetzt links und auf die Autobahn, dann auf die und da. Und ja, es ist so ein Durcheinander. Ich hätte es niemals geschafft ohne Navi. Ich muss auch noch gleich einen Ort haben, wo ich mich umziehen kann, weil so will ich nicht da auftauchen. Allerdings, dadurch, dass es eben heftigst geregnet hat auf der Autobahn und ich bestimmt eine Dreiviertelstunde lang nur 80 fahren konnte maximal, das spiegelt sich halt jetzt in der Zeit wieder. Und obwohl ich einen Puffer eingeplant hatte, bin ich jetzt schon... Wobei, wenn ich wirklich in 5 Minuten ankomme, bin ich auf die Minute pünktlich. Aber ich muss mich ja noch umziehen und so. Was mich wundert ist, dass ich so eigentlich überhaupt gar nicht müde bin. Mit der einen Stunde, die ich jetzt geschlafen habe letzte Nacht, davor die Nacht waren es 5, glaube ich. Davor auch 5, davor 3. Ich finde, ich halte mich eigentlich ganz gut. Das wundert mich ein bisschen. Ja, super. Also ich habe zwar die Adresse, aber das ist Industriegebiet und die Hausnummern, die sind nicht unbedingt sofort sichtbar. Es könnte sein, dass es das Hotel ist. Ich versuch's da mal. Aber das Ding ist, dass ich mich jetzt immer noch nicht umziehen konnte. Und ich habe, es liegt halt nicht nur daran, sondern auch hier dran. Und man sollte halt was schicker angezogen sein. Da hinten ist mein Oberteil, was ich eigentlich anziehen wollte. Nur ich kann mich nicht im Auto umziehen, weil hier ist irgendwie auch noch so ein Hotel oder so. Und das hat halt komplett die Glasfront. Und da könnten mir 100 Leute zuschauen. Also muss ich jetzt so ins Hotel dackeln und mich da kurz auf dem Klo umziehen, hoffen, dass mich vorher keiner sieht oder so. Wobei, es sollte verständlich sein bei einer 3 Stunden Autofahrt vorher. Ich hoffe mal. Eine Ewigkeit später. Also, das Meeting ist vorbei und es war wirklich, es war toll. Es,
Das ist, ja, vielleicht merkt man, dass ich leicht begeistert bin. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder umgezogen und fertig für die Rückfahrt. Ich hole auch gleich noch den einen ab, den ich dann wieder mit zurücknehme. Und ich wurde gerade eben angerufen und habe noch einen Auftrag zusätzlich bekommen. Ich dachte erst, ich sollte noch eine mitnehmen. Aber dann ging es plötzlich um Konzerttickets, dass die schon vorgefahren waren irgendwie zu einem Konzert. Und die haben die Tickets vergessen hier in Frankfurt. Und jetzt bin ich Ticketkurier. So, von dem Mitfahrer habt ihr jetzt gerade gar nichts mitbekommen. Wobei ich echt sagen muss, dass das der netteste bis jetzt war. Genau, ich bin jetzt wieder in Köln. Ich habe den gerade rausgelassen. Jetzt warte ich noch auf die beiden, die die Tickets abholen wollten. Ja, und fahre dann nach Hause. Und ich merke gerade jetzt, wo ich hier stehe, wie die Müdigkeit einfach richtig einsetzt. Das ist krass gerade. So, ich bin zurück zu Hause. Krass. Meine Haare sehen echt voll pink aus in dem Licht. Da irgendwo hinter mir ist Knuddel. Naja, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ihr eigentlich mich so gut wie nur im Auto seht, glaube ich. Ich habe keine Aufnahmen so von ringsherum irgendwie, was ich da mache oder so. Naja, auf jeden Fall wollte ich mich dafür entschuldigen. Es ist nur meistens leider so, dass das verboten ist, wie jetzt auf diesem Seminar, auf diesem Kurs, den ich gemacht habe. Oder halt die Leute es nicht möchten, wie die Mitfahrer jetzt. Oder halt in fremden Wohnungen filmen ist auch nochmal so eine Sache, ne? Ich habe gerade über den Mitfahrer mitbekommen, dass heute Abend die Kölner Lichter sind. Und eigentlich war ich voll müde und wollte jetzt schlafen gehen, aber vielleicht könnte man da ja noch heute Abend was machen. Und da kommt ein Knuddel. Hey! Na. Hallo, die Tanja aus der Zukunft hier. Ja, ich hatte eigentlich vor, das Video mit einem schönen Feuerwerk ausklingen zu lassen. Genauer gesagt Kölner Lichter. Allerdings war das dann so, dass ich doch so müde war, dass ich die Kamera sogar schon am Fenster aufgebaut hatte, aber dann einfach davor eingeschlafen bin. Und deswegen, sorry, kein Feuerwerk für heute. Willkommen zu Tag 5 mittlerweile schon. Ja, heute ist nicht so viel passiert. Ich hatte eigentlich ein Treffen in Duisburg vorgehabt. Das wäre aber wieder 2 Stunden Fahrt hin und 2 Stunden Fahrt zurück gewesen. Und da ich gestern schon so viel unterwegs war und heute einfach mal ausschlafen wollte, ich habe heute bis 14.30 Uhr geschlafen, habe ich das dann leider absagen müssen. Ich brauchte einfach mal einen Tag für mich, einfach mal zu Hause bleiben. Es ist jetzt auch schon 7:45. Ich war jetzt hier die letzten Stunden schon am Teil 1 dran zu schneiden. Genau, und wollte dann eigentlich vielleicht gleich noch eine Hose nähen. Beziehungsweise diese Hose, in die ich mich in letzter Zeit total verliebt habe. Denn die ist einfach super bequem. Die sieht jetzt nicht unbedingt aus wie so eine Jogginghose für zu Hause auf der Couch. Und ich würde die halt auch gerne im August anziehen, wie ich schon erwähnt habe. Ich reise ja den kompletten August herum. Ja, noch eine kleine Sache zu diesem Ding hier. Das ist ja das neue Notebook. Ich war damit im Internet. Allerdings nicht ich selber, beziehungsweise nicht so ganz. Und es war auch nicht hier zu Hause. Also ich habe so ein bisschen Schlupflöcher genutzt und habe Caro ein bisschen ausgenutzt, hab ihr dieses Ding gegeben, hab's mit ihrem Internet verbunden und hab gesagt, richte das mal bitte kurz ein, installiere mal bitte das Schnittprogramm kurz, sodass ich den halt gut testen kann jetzt schon. Ich werde dann jetzt noch ein bisschen weiterschneiden und gehe dann gleich runter die Sachen nähen und werde wahrscheinlich eine Zeitrafferaufnahme davon jetzt einblenden.